Wir ernten jetzt schon seit über 6 Wochen Stangenbohnen, wie ihr seht. Und so alle 2, 3 Tage gibt es da eine Schüssel voll. Und ich habe aber auch schon welche dran. Schaut mal, die sind riesig dick. Die lasse ich mir auch hängen. Da machen wir unseren Samen draus fürs nächste Jahr. Die hier ist jetzt schon ziemlich reif. Die ist außen schon braun. Hört ihr das? Das knarzt auch so. Und hier innen drinnen sind die Bohnenkerne. Die sind ganz ausgereift. Die nehme ich heute auch mit rein. Die trocknen wir. Und dann gibt es da im nächsten Jahr neue Bohnen draus. Hallo. Heute möchte ich mit euch Bohnen einkochen. Wir kochen heute ein Salzbohnen, heißen die bei uns. Da kommt auch nichts weiter ran, außer Salz und hier unser selber getrocknetes Bohnenkraut. Ihr seht ja, ich habe hier wahnsinnig viele Bohnen. Das hier vorne dran sind meine frischen, die habe ich heute gerade abgeleert. Und das sind die von den letzten 6 Wochen. Da haben wir auch schon zweimal von gegessen. Aber jetzt werden es langsam so viele, dass wir sie jetzt trotzdem mal verarbeiten müssen. Und dann zeige ich euch jetzt gleich mal, wie das geht. Ich habe jetzt hier dieses Jahr grüne Stangenbohnen gemacht. Ich möchte euch was zu der Bohne erzählen. Und zwar eine Bohne, die darf man niemals roh verzehren. In der Bohne ist der Inhaltsstoff Fasin drinnen. Der ist giftig für uns. Also das heißt, wenn wir die Bohnen roh essen würden, würden wir ganz massive Magen-Darm-Probleme kriegen, wir würden Bauchschmerzen kriegen und es kann sogar sein, wenn man viel davon isst, dass durch die Vergiftung, dass man wirklich sterben kann dran. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir unsere Bohnen, bevor wir die einkochen, in Wasser kochen. 5 Minuten in Wasser kochen. Und dann bitte das Kochwasser von den Bohnen muss weggeschüttet werden. Man darf auch jetzt nicht einfach sagen, man nimmt die Bohnen jetzt so und weckt die so ein, weil dann würden sie ja in dem Wasser, wo sie eingeweckt sind, in dem Kochwasser, wäre ja wieder dieses Fasin drinnen. Fasin ist ein Eiweißbaustoff, der sich nur im Wasser aussondert. Deswegen 5 Minuten mindestens kochen, dann tun wir sie raus und dann kochen wir die Bohnen ein. Ich habe jetzt hier eine große Form genommen. Die schalten wir jetzt auch an. Die kocht auch recht schnell. Ihr könnt natürlich auch einen Topf nehmen. Gebe ich jetzt in unser Kochwasser eine Messerspitze oder eine Teelöffelspitze von dem Natron rein. Natron kennen viele. Damit kann man backen, damit kann man putzen. Das ist jetzt nichts Schädliches, aber so erhält auch die Bohne ihre Farbe. Und erst wenn wirklich unser Wasser kocht und die Bohnen kochen, zählt die Kochzeit von mindestens 5 Minuten. Unsere Bohnen fangen jetzt das Kochen an, wie ihr seht. Ich habe mich jetzt heute für diese große Form entschieden, damit ich euch das auch alles besser zeigen kann. Ihr könnt natürlich einen großen Topf nehmen mit Deckel und dann ein bisschen runterdrehen. So, jetzt kochen die Bohnen. Das Wasser kocht. Und jetzt stellen wir ein, 5 Minuten. Unsere Kochzeit ist jetzt um, also wenn die 6 Minuten oder 7 kochen, ist auch nicht schlimm. Ich nehme die jetzt raus und tue sie in eine zweite Schüssel. Und so kochen wir erstmal unsere Bohnen alle durch und dann geht die Verarbeitung natürlich weiter. Schaut mal, wie schön grün die geblieben sind, also die haben sich nicht wirklich von der Farbe massiv verändert und so bleiben die dann auch, weil wir halt diese Messerspitze Natron dazu gegeben haben. Unsere Bohnen sind jetzt alle fertig gekocht. Das ist jetzt unser Kochwasser. Das schütten wir jetzt weg. Das verwenden wir nicht wieder, weil da ist ja das gebundene Fasin drinnen. Und das sind jetzt unsere gekochten Bohnen. Die sind immer noch wunderbar grün. Wenn ihr frische Bohnen kocht, sind die natürlich noch ein bisschen grüner. Bei mir ist es halt jetzt, weil ich einige eingefroren hatte und ich die nicht auf einmal verarbeiten konnte. Die waren im Zwischenlager Gefriertruhe. Jetzt sind unsere Bohnen soweit vorbereitet, dass wir sie einkochen können.
Wenn unsere Bohnen jetzt, wie hier bei mir, unten noch das Ende dran haben, das müssen wir natürlich noch abschneiden. Und ansonsten, also wir kochen unsere Bohnen immer so, bei uns heißt es Schnippelbohnen, also so in Stücke ein. Ihr könnt die natürlich auch im Ganzen so quer ins Glas schichten, das geht natürlich auch. Allerdings ist die Variante, die ich jetzt hier mache, eigentlich für alles super verwendbar. Man kann es für Gemüse nehmen, man kann es für Salate nehmen, man kann es als Bohnengemüse nehmen, Bohnen in Butter angebraten. Das geht wunderbar. Außerdem kriegt man die leichter in die Gläser und man kann sie auch besser in die Gläser verteilen, wie wenn ich sie so reinstelle. Also jetzt müssen wir unsere ganzen Bohnen in so mundgerechte Stücke schneiden und dann befüllen wir die Gläser. Wir füllen jetzt unsere Bohnen in unsere Gläser. Ich habe mich heute für 1 Liter bzw. 3/4 Liter Gläser entschieden. Wir sind natürlich 5 Erwachsene bei uns im Haushalt. Ihr könnt natürlich auch kleinere Gläser nehmen, ihr könnt auch Schraubgläser nehmen. Wir kochen ja, wie gesagt, nur Salzbohnen ein, weil wir sie halt für alle Varianten verwenden können. Ich habe mir da jetzt so eine kleine Hilfe geholt. Das ist das Teil von meiner Zitronenpresse. Das lege ich jetzt da oben drauf. Dann füllen wir die ein. Und wenn wir die Hälfte unserer Bohnen im Glas haben, dann geben wir einen Löffel Bohnenkraut dazu. Bohnenkraut unterstützt erstmal den guten Geschmack von der Bohne und außerdem hilft es so ein bisschen bei der Verdauung, weil Bohnen ja immer ein bisschen leicht blähen können, wenn man die isst. Und deswegen gibt man da das Bohnenkraut dazu. Also schön schon ein bisschen mit Gefühl reindrücken ins Glas. So, dann nehme ich einfach mein Salzwasser. Wie viel Salz ihr ins Wasser gebt, das findet ihr natürlich im Rezept. Und dann füllen wir unser Glas auf. Dann wird unser Rand wieder schön abgewischt. Dann setzen wir unsere vorbereiteten, ausgekochten Gummis auf. Legen unseren Deckel drauf. Setzen unsere Spange an und dann sind unsere Gläser schon bereit fürs Einkochen. Die werden jetzt noch eingekocht. Ich nehme heute bei meinen großen Gläsern natürlich den Einkochautomaten dazu. Die Bohnen kochen 2 Stunden bei 100 Grad, steht aber dann auch im Rezept drin. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt nicht nur Salzbohnen machen wollt, die Bohnen als süß-saure Bohnen einmachen, also Bohnensalat einmachen. Dann nehmt ihr einfach das Rezept von meinen Gurkensud dazu, eingelegte Gurken, und dann schmecken die auch sehr lecker. Ich mache es halt immer mit Salz, weil ich sie einfach dann in vielen Varianten weiterverarbeiten kann und nicht nur als Salat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bohneneinkochen und liebe Grüße aus Franken. Tschüss!